Freunde, im heutigen Video mussten wir von Garys Schule entkommen. Und Leute, ich sag euch nur eins, ich bin schon aus vielen Schulen ausgebrochen, aber dieser Schulausbruch war auf jeden Fall der krasseste, den ich jemals durchgemacht habe. Vor allem mussten wir am Ende noch gegen einen riesen Roboter Gary kämpfen mit einer Hotdog-Bazooka. Das war ziemlich lustig. Deswegen, Freunde, schaut das Video bis zum Ende, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit geht es auch schon los. Wir können jetzt auf Spiel drücken. Aber bevor wir das machen, Freunde, wir gucken uns rechts mal den Typen an und irgendwie erinnert der mich an Barry. Freunde, wenn ihr wisst, wen ich meine, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kennen ein paar von euch noch Barry, den Polizisten. Davon ist er. Aber er heißt nicht Barry, sondern er heißt Gary. Irgendwie sieht er ganz, ganz identisch aus wie Barry. Naja, Gary oder Barry, wie auch immer. Wir müssen auf jeden Fall heute aus dieser Schule entkommen. Das sieht eher aus wie ein Gefängnis. Und wen haben wir denn hier? Ist das nicht die bezaubernde Emily? Oh, hey Freunde! Das war richtig süß von dir, Lami. Oh, gerne, gerne, gerne. Auf jeden Fall haben wir nicht nur Emily am Start, sondern noch ein paar Leute von der Lami Army, die hier das Ganze mit uns spielen. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze einfach mal. Ist er hier auf meinem Kopf? Oh Mann, ey. Oh Gott, oh Gott. Okay, und Red von den Rainbow Friends haben wir auch am Start mit der Zunge hier. Okay, die Zunge kannst du schön wieder in den Mund packen. Naja, okay. Die Schule sieht an sich eigentlich ganz cool aus, aber trotzdem müssen wir hier auf jeden Fall entkommen. Und hier müssen wir erstmal den Schacht kaputt treten. Na los, trete den Schacht kaputt. Yeah, let's go. Okay, Emily, sag mal, warst du eigentlich immer gut in der Schule? Ja, klaro. Was für eine Frage. Also, ich würde sagen, ich war so durchschnittlich. Also jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Mann, ich komme hier nicht durch. Wartet auf mich. Aber oh Mann, oh Mann. Wie gut warst du eigentlich? Ich war super gut. Nein, Spaß. Ich war nicht immer der Beste, aber auch auf jeden Fall nicht der Schlechteste. Oh Gott. Wow, okay, okay, okay. Auf jeden Fall war ich immer der Beste in Sport. Sport war immer mein Lieblingsfach. Oh Gott, und vor allem, ihr wisst ja, Lami ist eine richtige Sportskanone. Und okay, wir sehen es ja irgendwie immer in den Hobbys. Ich bin der Hobbykönig und genauso bin ich auch der König im Sportunterricht. Okay, Emily, während du mal da lange brauchst, versuch einfach mal den Weg hier zu finden. Bist du gerade runtergefallen? Ja. Tatsache. Okay, na gut, wir gehen einfach mal hier weiter. Hier gibt es noch einen Shop, den checken wir mal ab. Das sieht sehr, sehr cool aus hier. Unsichtbarer fliegender Teppich. Na, Freunde, wir wollen uns das natürlich hier alles nicht ercheaten, sondern wir wollen alles fair durchspielen. Deswegen kaufen wir erstmal nichts. Okay, ich glaube, wir müssen da lang, oder? Yeah, hier bin ich, Lami. Warte auf mich. Ja, okay, ich warte auf dich. Hi, was geht? Ja, was geht ab, Emily? Oh, Mann. Lami, siehst du das, was ich sehe? Ja, hier ist eine blaue Mülltonne. Was? Eine blaue? Oh Gott, aber ich sehe einen Schlüssel, Lami. Oh, okay, okay, okay. Wir müssen also einen Schlüssel finden. Mhm. Und da hinten sehe ich schon eine Tür. Da ist ein rotes Schloss. Wahrscheinlich müssen wir den Schlüssel dann dorthin bringen. Oh ja, hier hinten ist der Schlüssel, Lami. Einmal rechts um die Ecke. Alter, dafür, dass er so dick ist, ist er auf jeden Fall ziemlich schnell, ey. Und ich habe den Schlüssel. Nein, aber ich wurde geschnappt. Alter, der dicke Sack ist schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Aber jetzt wird er mich auf jeden Fall nicht bekommen. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Vorsprung. So, Mr. Gary, diesmal bekommst du mich auf gar keinen Fall. So, wir haben den Schlüssel. Nein, was mache ich? Ich laufe einfach gegen die Wand, ich Idiot. Oh Gott. Na gut, Freunde, wie sagt man nicht? Alle guten Dinge sind vier. Ja, ich musste gerade eine Extra-Runde drehen, um den abzulenken. Der ist hängen geblieben. Und jetzt habe ich ganz in Ruhe Zeit. Oh nein, der hängt hier. Oh Mist, ey. Okay, andere Richtung.
Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt Barry. Ja, gut, oh Gott, oh nein, 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 was? Der läuft mir immer noch hinterher. Was? Was geht denn hier ab? Oh Gott, hä? Warum läuft der mir immer noch hinterher? Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Nee. Moment mal, nicht im Ernst, oder? Naja, die Tür haben wir auf jeden Fall aufbekommen. Oh, die Mädchentoilette. Ja, was ist damit, Emily? Willst du da nicht mal hingehen? Nein, ich will nur die Jungstoilette. Ah, man kommt von beiden Seiten. Okay, dann geh lieber aufs Jungsklo. Oh, voll in die Lava. Okay, also Gary kommt auf jeden Fall nicht hier rein. Ich glaube, der passt nicht durch die Tür. So, Toilette, Toilette, Oh, oho, was haben wir denn hier? Okay, okay, okay. Lami? Wo bist denn du eigentlich? Achso, warte, muss ich hier runterspringen? Ja. Wow, Alter, was geht denn hier ab? Komm mal mit mir. Also irgendwie sieht's bei mir gerade ziemlich schlecht aus, um ehrlich zu sein. Ah! Was jetzt wirklich? Ja, yeah, oh, ich hab's Mann, geschafft. Probier mal, ob du direkt von dem... oder auch nicht. Okay, danke, dass du meinen Kopf benutzt hast. Oh, warte mal. Der will uns hier seinen Tanz zeigen. Na gut, dann zeig mir mal deine Moves hier. Yeah, 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 let's go. Und Emily, du läufst einfach mal ohne mich weiter. Oh Mann, oh Mann. Ja, sorry, ich muss wirklich den Weg suchen, Lami. Denn du bist einfach viel schneller als ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich habe ausgesehen eben das Mädchen runtergeschubst. Alter, was haben wir denn da jetzt aufgemacht? Okay, wir müssen wieder zurücklaufen, wie es aussieht. Aha, okay. Lami, ich hab voll die Stacheln aus... Lami? Oh, oh. Warte mal, wer ist denn da? Alter, das ist Gary als Roboter oder Lami, so. Lami, ich hab den einfach ins Loch geholt. Das heißt, der kann nicht mehr zu mir kommen. Was? Warte mal, das will ich auch mal ausprobieren. Ja, gut. Na gut, wir probieren das trotzdem jetzt mal aus. So, Gary, komm mal her. So, jetzt stellen wir ihm mal eine Falle. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Naja, Gary ist auf jeden Fall jetzt hier. Oh. Und Emily, was treibst du hier rum? Komm hier hin. Aber pass auf, hier kommen riesige Lavakugeln durch. Oh Gott, okay. Okay, wow. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Na gut, ich laufe einfach mal weiter, Emily. Oh, nein, nein. Ach, Mann, oh, das war wohl nichts. Und? Hä? Wie bist du denn da weitergekommen? Du bist ein Cheater. Was? Das war ja mega easy. Was redest du? So, okay, okay, komm. Und jetzt einmal durchlaufen. Warte mal, wo kommt der Ball eigentlich her? Von da oben. Aha, okay, okay, okay. Sag mal, oh, wir haben immer noch zwei von der Lami-Army hinter uns. Welche Richtung gehst du da und ich gehe hier lang? Ja, das machen wir einfach mal. Okay, komm ich hier durch? Ja, hat funktioniert. Oh, Emily, da bist du ja. Und oh nein. Hier durch, nimm das. Und oh, wir sind in der Cafeteria, in der Mensa. Sollen wir was essen holen? Lami, sehe hier schon lecker rein. Pizza, Tacos. Burger und Kekse! Oh mein Gott, also davon gefällt mir auf jeden Fall am meisten. Ich weiß nicht, ob die Pizza Salami, ihr wisst ja, Lami Salami Pizza ist die beste Pizza, oder die Tacos, Freunde. Ich liebe Tacos! Ah, das stimmt, Freunde. Ich nehme die Burgies. Wie soll man... Ah, die Bloxy-Cola, ganz klar. Yeah, guckt euch das mal an. Jetzt flitzen wir hier rüber. Oh, aua. Oder auch runter. Oh Gott, Emily, das ist doch wirklich nicht schwer. Das schafft jeder. Oh Mann. Ja, genau, Lami, das sagt der Richtige. So, wollen wir mal ins Ziel kommen? Oh Mann, naja. Freunde, wir schaffen das auch jetzt direkt, keine Sorge. So, Freunde, ich bin jetzt, glaube ich, auch... fast am Ende, so wie es aussieht. Emily ist natürlich schon angekommen. Okay, warte mal, hier runter. So, und wir haben es geschafft. Habe ich gerade gepupst? Emily, was machst du denn da? Oh, ich glaube, ich bin eingeschlafen, weil du, kleiner Noob, so lang gebraucht hast. Was soll das denn heißen? Oh Mann. Na gut, Freunde, wenn ihr
auch so einen roten Knopf seht, hier bei diesem Kanal, wo Abonnieren draufsteht, dann müsst ihr da sofort draufklicken, Freunde. Oh Mann, Freunde, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, Freunde, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, denn wir entkommen auf jeden Fall mit eurer Hilfe dieser Schule. Lol, grünes Licht, rotes Licht, oder? Was? Alter, wie schwer ist das denn? Oh, ich hab's überlebt. Oh mein Gott, Lavi, du weißt gar nicht, was ich für ein Profi hier drin bin. Pass auf, schau's dir genau an. Okay, ich schaue und... da bin ich gut gestoppt. Emily, ich überhol dich. Nein. Mann, warum hat der so langes, rotes Licht? Okay, ich gehe auf Risiko und stopp. Oh Mann, das war richtig knapp. Das war unnormal knapp. Oh Mann, aber Emily, vielleicht stirbst du noch. Das wäre lustig. Nee. Und stopp. Yeah! Oh Mann. Okay, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Nur noch einmal. Jetzt laufen wir durch. Und ab ins Ziel! Gleichzeitig, Lami. Okay, dann wollen wir mal hier aufmachen. Alter, hier ist aber einiges. Eine Schlüsselkarte ist hier. Oh, Lami, diese Leiter brauchen wir. Die stellen wir einfach mal hier dran. Zack. Und dann können wir rausklettern. Lol. Hey, runter von meiner Leiter, Emily. So. Was geht hier ab? Hier ist ja noch ein Knopf. Eine Schlüsselkarte brauchen wir. Ja, die habe ich schon. So. Alter, okay, das ist ja mal wirklich richtig, richtig cool gemacht. Also die Obby kriegt von mir am Ende noch eine Schulnote. Freunde, wir müssen ja hier von der Schule entkommen. Deswegen bekommt die Obby auch eine Schulnote. Und ihr müsst gleich auch noch mitbewerten. So, und wir haben es geschafft. Okay, ich bin gespannt, wie lange die ganze Obby, also dieses ganze Escape-Spiel noch dauert. Was geht hier jetzt ab? Oh, wir müssen eine Brücke bauen. Okay, aber Lami, seit wann bist du eigentlich so ein Obby-Noob? Oh Mann. Hey, das war unfair. Alter, das ist ja voll schwer, auf diesem Ding zu laufen. Nee, das ist eigentlich gar nicht schwer. Ich glaube, Freunde, es ist ein bisschen zu spät für Lami. Wir müssen langsam mal ab ins Bettchen. Was soll das denn heißen? Wir haben noch kurz vor Salami-Pizza. Salami-Pizza? Okay, darauf hätte ich Lust. Und danach ein leckeres Erdbeereis. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon drüben. So, einmal die Box hier hin tun. Oh Gott. Ab nach oben! Let's go! Und jetzt sind wir wieder in der Schulhalle, okay? Und sag mal, Emily, wie lange brauchst du denn eigentlich? Ich warte hier oben schon locker 5 Stunden und ich glaube, die ganzen anderen Leute aus der Lami Army haben wir auch schon verloren. Siehst du vielleicht da unten jemanden? Nee, oder? Nö, auf keinen Fall. Also wir können jetzt weitergehen. Ich hab's endlich geschafft, Lami. Ich glaube, hier ist... der richtige, LOL! Hier ist ein Schulleiter! Hey, Mr. Schulleiter! Warte, wir können ihn einfach mal anklicken. Warte mal, können wir ihn aufwecken oder was? So einiges anklicken. Hey, wach auf! Gib mir eine 1, Mann! Ich glaube, wir müssen irgendwas... Oh mein Gott, Lami! Klick den Schrank an! Okay, warte mal. So. Und, Yo, Alter, einfach ein Secret hier. Lol, aber ich hab grad gesehen, hier läuft jemand rum. Nein. Oh, das ist der Schulleiter. Ich glaube, wow, der ist gar nicht erfreut. Okay, Emily, lauf um dein Leben. Aber wo lang müssen wir? Hä? Hab ich ihn abgehängt? Der rennt da gegen die Wand. Oh Mann, was für ein Null. Hier rechts ist ein Schlüssel, Emily. Du bist tot. Sehr gut. Okay, ich bin wieder da. Ich bin einfach komplett aus der Map geflogen. Das war gar nicht gut. Wir gehen aber auf jeden Fall schon mal weiter. Die Emily braucht auf jeden Fall viel zu lange. Freunde, schreibt einfach mal alle in die Kommentare. Emily ist eine lahme Ente oder auch eine lahme Schnecke. Okay, und du bist eine langsame Salami. Eine langsame Salami in einem Ferrari. Nein. Deswegen bin ich so schnell hier in meinem Ferrari. Yo, Alter. Hallo? Ich kann fliegen. Und jetzt kann ich schweben und
Ich bin ein Superheld, Freunde. Und ja, Emily, kannst du bitte aufhören, so rumzuschreien wie ein kleines Mädchen? Hey, also erstens bin ich ein Mädchen und zweitens habe ich mich total erschrocken. Aha, verstehe, verstehe. Freunde, wir warten auch gar nicht mehr auf Emily. Die braucht uns einfach viel zu lange. Oh. Okay, und wo sind wir jetzt? Hä? Okay. Wartet mal, Freunde. Was sehen meine Adleraugen denn da? Ist das Gary? Moment mal, das ist Tech-Formula Gary. Alter, was geht denn jetzt ab? Wow, Alter, der schießt hier irgendwas auf uns. Okay, Freunde, Alter, wir haben eine Rakete hier, also so eine Bazooka am Start. Wir können Gary auf jeden Fall abschießen. So, warte mal, wir schießen einfach keine Raketen, sondern Hot Dogs. Leute, okay. Gary, friss das! Nimm das, die Hotdog-Bazooka! Die wirst du niemals überleben! Alter, der hat aber schon krasse Attacken hier drauf. Aber der hat nur noch die Hälfte vom Leben. Emily, wenn du gleich hier rauskommst, dann musst du mir unbedingt helfen, okay? Und Lami, hier bin ich! Okay, okay, okay. Dann baller mal drauf auf ihn. Wow. Mit der Hotdog-Bazooka. Was geht denn hier? Ei, was macht denn der? Der macht ja mal mega krass. Oh mein Gott. Oh Gott, Lavi. Und oh. Ich hab ihn, Freunde. Let's go. Warte, wir können vielleicht Emily mit der Hotdog-Bazooka abschießen. Nimm das, Emily. Und ey, das. Oh Mann, das sieht total lustig aus. Kämpfen. Oh Mann, ey. Naja, oh, warte mal. Können wir uns hier in Gary verwandeln. Alter, Emily, ich komme und ich fresse dich auf. Okay, Lami, ich glaube, du solltest schlafen gehen. Warte mal, hier können wir noch schneller laufen. So, und springen. Okay, Emily, ich werde dir einen Popoklaps geben. Komm her. Hey, ich hab's schon endlich geschafft. Jetzt musst du mich nicht auch noch nerven. Hey, du kommst hier nicht vorbei an meinem dicken Bauch. Oh Mann, ey. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Freunde, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und Freunde, jetzt könnt ihr noch links das letzte Video sehen. Das ist auch mega cool geworden. Und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Das solltet ihr auf jeden Fall beides getan haben. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao.